Willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven zusammen mit der Izzy. Wir spielen heute Geburt bis zu Tod als Cheerleader. Ich würde sagen, let's go. So, wo geht's denn hin? Ja, ich würde gerne... Oh Gott, es kommt gleich... Alles in Ordnung. Superlet-Studio. Sollen Sie vielleicht zum Krankenhaus lieber? Das Krankenhaus nein, ist direkt hier vorne. Zeit. Ich muss zu meinem Unterricht. Ich mache nämlich Cheerleading, wissen Sie? Okay. Ganz sicher, ich kann auch noch zum Krankenhaus fahren. Oh Gott, das Baby kommt gleich... Alles in Ordnung. Danke. Ja, alles gut. Gar kein Problem. War nur eine kleine Wehe. Ich gehe jetzt Cheerleading machen. Viel Erfolg. Ach so, warten Sie. Ich habe natürlich Ihre Bezahlung vergessen. Ja. Ah, danke schön. Kurz aussteigen am besten. Ja, hier? Ja, genau. Dann gebe ich Ihnen das mal in die Hand. Ich kann ja nicht einfach so das Geld hier so umgezählt. Okay, dann viel Erfolg jetzt hier. Oh Gott. Ich spüre es schon. Ich spüre den Kopf. Warte, welchen Kopf? Ist alles in Ordnung? Oh mein Gott. Okay, Krankenwagen. Ich schaff's noch rein. Ich kann sie nicht einfach so gehen lassen. Oh nein. Halt, stopp. Nein, das ging nicht gut. Ist das warum? Warum bist du denn? Nein, stopp, komm zurück. Komm sofort zurück. Und jetzt machen wir ein paar Tänze. Ich dachte, dir geht's nicht gut. Das geht schon. Das hilft gegen die Wehen. Ja. Oh Gott. Nein, jetzt ist es wirklich. Es kommt. Nein. Okay. Ich bin kein Arzt. Ich kann dir nicht helfen. Ich arbeite doch nur als Taxifahrer. Hier ist ein Ball. Wer hat denn hier einen Ball geworfen? Oh, Entschuldigung. Der war da scheinbar auch noch drin. Ja? Es ist da. Würdest du dann nicht lieber ins Krankenhaus wollen? Ja, wieso denn das? Hier, ich habe doch jetzt ein Baby und jetzt kann ich Sport damit machen. Oh Gott, okay, gut. Das ist gut. Kein Wunder, dass Taxifahrer kein Beruf für mich ist. Ich gehe dann, Mom. Tschüss, viel Spaß mit deinem Baby beim Cheerleading. Schätze ich mal. Ja, danke. Ist es gut so, Mama? Oh ja, das machst du wunderbar. Aber damit siehst du fast eher aus wie eine Ballerina. Also, wir machen ja Cheerleading, okay? Ich zeig dir jetzt mal kurz den Cheer, ja? Ich zeig dir das hier. Okay. Bist du bereit? Ja. Ich glaube, du bist alt genug. Schau mir zu. Und zack. Okay, und das muss ich machen? Zack. Und dabei kannst du wahllos irgendwelche Gegenstände in der Hand halten, die putzig aussehen. Zum Beispiel ein Ballon. Okay, das ist eine gute Idee. Warte, ich probier's auch. Ja, das machst du wunderbar. So ist gut? Sehr, sehr gut. Oh mein Gott, ich bin so stolz auf dich. Okay, warte, ich suche, ob ich einen Ballon finde. Okay, wenn ich Cheerleader werden soll, sollte ich nicht wissen, für wen ich denn cheeren muss? Also, ja, hast du ein Team? Ja, natürlich. Aber weißt du, es dauert eine Weile, bis man das richtige Team für sich findet, für das man arbeitet. Für welches Team arbeitest du denn? Deswegen solltest du erstmal für die Red Cats. Deswegen solltest du erstmal schauen, dass du irgendwas Gutes findest. Weißt du, dass du deine Passion findest. Folge deiner Leidenschaft, mein Kind. Das ist das, was wir beim Cheerleading tun. Ist es so? Ich dachte, wir hüpfen nur. Ja, du könntest zum Beispiel bei den Monkey Apes anfangen. Hier. Bei den Monkey Apes? Das ist ihr Maskottchen. Ich glaube, wir haben dafür tatsächlich die Schulmannschaft. Die Monkey Apes Junior, ist das das Gleiche? Ja, genau, exakt. Oh. Okay, vielleicht fange ich dann wirklich bei denen an, weil die sind bei uns in der Schule. Dann muss ich nur zu der Sporthalle danach immer. Richtig. Du weißt ja, wo du mich findest. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, mein Kind. Okay, dann gehe ich mal nach Hause. Du kommst nicht mit? Ja, wie du möchtest. Ja, es ist schon okay. Ich bin es ja nicht anders gewohnt. Dann fahre ich mal wieder. Aha, okay. Obwohl, ich fahre in die Schule direkt. Dann kann ich gucken, ob ich die Monkey Apes Junior da finde. Yes! Go, Team! Und hellblau! Und dunkelblau! Und lila! Und nochmal lila! Yay! Okay, das sind unsere Farben! Okay! Das war so fantastisch. Oh, ich bin Dankeschön. So stolz auf dich. Hier sind ein paar Blumen für dich. Oh, danke. Das ist super lieb, Mama. Oh, das hast du mir sowas von verdient. Du bist meine Tochter. Ah, ich habe auch das Team, also die sind schon eine Weile weg, aber ich habe mir gedacht, ich bleibe einfach. Oh, ich bin so stolz auf dich. Oh, danke schön. Das ist voll lieb von dir. Ist das toll. Weißt du, du trittst genau in meine Fußstapfen. Schon dein Rock alleine. Ja, ich habe gehört, das ist halt auch das Wichtigste. Und ohne einen guten Rock, wer ist da wirklich ein Cheerleader, ha? Huh? Ja, du hast sowas von recht. Da hinten sind schon die anderen Sportler. Okay, ich muss aber noch zum Direktor, weil da wurde ich wohl hingerufen. Hallo. Ah. Hallo, Herr Direktor. Ich soll... Ah, ein Schüler. Ja. Ich setze gerade eine andere Brille auf. Okay. Ja, was kann ich für dich tun? Okay, hi, ich bin Ronja. Ich bin der Cheerleader hier in der Schule. Und ich brauche auf jeden Fall... Genau, 5B. Aha. Ich brauche auf jeden Fall ein Attest als Auszeit. Ich kann nicht auf den Arzt oder was? Nein, also nicht ein Attest, sondern einfach quasi, dass ich
Unterricht nicht teilnehmen muss, weil ich ja Cheerleader bin. Also und deswegen, das verstehe ich jetzt absolut nicht. Wieso würdest du als Cheerleader nicht teilnehmen wollen? Ich würde als Cheerleader nicht am Unterricht teilnehmen wollen. Da ich muss du nicht am Unterricht teilnehmen? Soll das ein Witz sein? Na, weil ich doch die Übung, also, weißt du... Also jetzt hör mir mal zu, junge Lady. Ja? Du musst am Unterricht teilnehmen wie jeder andere auch, ist das klar? Aber für die Performances. Damit, weißt du, wenn das Sportteam auftritt, dann brauchen wir doch die Cheerleader an der Seite. Leute wie mich, weißt du, die auch die Spirit hochhalten. Ja, dann musst du halt ein bisschen mehr leisten. Guck mal, ich bin auch Cheerleader. Du bist... Und ich schaff das auch alles auf einmal, ja? Aber ich muss tatsächlich... Ich muss sehr viel üben. Meine Mutter hat gesagt, üben ist das A und O, wenn man Cheerleader werden will. Und ich bin schon mein ganzes Leben lang am Üben, aber ich brauche halt 16 Stunden am Tag. Deswegen habe ich leider keine Zeit für Schule. Naja, okay, ciao. Verstehst du kein Nein? Nein, ich verstehe kein Nein. Ich muss Cheerleader sein. Ich kann hier nicht einfach irgendwie, weißt du, Matheunterricht, Englisch, Geschichte. Was bringt mir das? Okay, nichts. Pass auf. Wir machen eine Ausnahme, okay? Okay, super. Wir machen eine Ausnahme. Hier, du musst aber Zusatzhausaufgaben machen zu Hause am Computer, klar? Okay, das ist hier kein ist deine, Problem. Hier ist deine Genehmigung. Okay, oh, danke. Okay, super, vielen Dank, Herr Direktor. Ja, oh, klasse, eine Zusatzgenehmigung. Okay, dann heißt es, ich kann den ganzen Tag in der Schule einfach meine Performances üben und wenn ich zu Hause bin, muss ich ein paar Zusatzaufgaben machen. Wie schwer kann das wirklich sein, hä? Oh mein Gott, diese blöden Zusatzaufgaben sind überhaupt nicht möglich. Wie soll ich denn hier irgendwas machen? Ich frage mal meine Freunde, ob die eine Ahnung haben. Boah, ich verstehe hier nur Bahnhof. Ich war jetzt nicht im Unterricht dabei, deswegen ist es logischerweise ein bisschen schwieriger. Aber was? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das sind alles nur kryptische Zeichen. Okay, für meinen Freund versteht auch keiner was. Okay, die haben... Ach, die normalen Hausaufgaben sind scheinbar auch nicht verständlich. Okay, da hilft alles nichts. Ich gehe nochmal zum Direktor. Das kann ja nicht sein. Ich werde hier sabotiert in meiner Karriere. Es ist mitten in der Nacht, aber der wird schon in der Schule sein, oder? Direktoren haben doch sonst nichts zu tun. Der wird schon da sein. Herr Direktor? Ich habe jetzt keinen Termin, normaler... Der ist da, okay. Hi, darf ich reinkommen? Ja, ich bin gerade an Cheerleader-Übung, komm rein. Hi. Es geht um die Zusatzaufgabe. Aha. Da war nichts möglich. Also, das geht nicht. Ja, ich kann Ihnen hier... Die Genehmigung gebe ich Ihnen gerne zurück. Aber, das ist Quatsch. Ja. Ich wusste, dass du es nicht schaffen würdest. Ja, weil das Aufgaben sind, die unlösbar sind. Das sind einfach nur irgendwelche Zeichen. Was soll ich denn mit X, Z, A, E, K, 5, 13 anfangen? Was ist die? Ist nicht meine Aufgabenstellung dabei? Das sieht einfach aus wie eine Aliensprache. Weißt du, du bekommst jetzt hiermit einen mündlichen Verweis von der Schule. Du musst dich besser um den Unterricht kümmern und nicht nur ums Cheerleading. Wie soll ich denn am Unterricht teilnehmen, wenn Cheerleading so viel wichtiger ist? Mündlicher Verweis und raus. Na toll. Danke für nichts. Was wolltest du denn erzählen? War das ein schöner Tag? Warte. Oh, guck dir das an, Ron. Ja, das ist der Ort, an dem ich glücklich geworden bin. Wie, an dem du glücklich geworden bist? Hier ist die Kirche. Ja, hier habe ich geheiratet. Warte, du hast schon geheiratet? Ja, letztes Jahr, als ich 26 war. Okay. Warte, ich bin 27 jetzt. Oh, dann wird's aber Zeit für dich. Ich weiß nicht. Es ist halt wichtiger, weißt du, dass ich ein guter Cheerleader bin, als dass ich heirate, finde ich. Ja, aber was ist da mit einer Familie? Ja. Willst du nicht auch irgendwann Kinder kriegen? Ich meine, klar, aber meine Mama. Schau mal. Oh. Wäre das nicht süß, so kleine Belger zu haben, die mit sowas spielen? Ich schenke dir das. Das ist klar, das ist total niedlich, aber was soll ich denn damit anfangen? Ich habe doch keine Kinder. Ja, aber vielleicht irgendwann, wenn du mit dem Cheerleading aufhörst. Mit dem Cheerleading? Aufhören? Ja, irgendwann wird es Zeit für dich. Was? Ich würde doch niemals mit dem Cheerleading aufhören. Das ist mein größtes Hobby. Bist du als 70-Jährige noch Cheerleading? Niemand will so schlaffe Haut sehen. Aber natürlich werde ich als 70-Jährige noch Cheerleading. Meine Mama ist noch Cheerleader und die ist jetzt schon... Ah nee, so alt ist die noch gar nicht. Die ist 50 oder... Keine Ahnung. Ja, also komm, das willst du in dem Alter doch nicht mehr machen. Aber dann soll du ich heiraten mal realistische und eine Träume gründen? Und Ziele für dein Leben entwickeln. Aber und ich will Cheerleader sein. Was soll denn das? Du bist doch gar nicht erfolgreich als Cheerleader. Ich bin mittelmäßig erfolgreich. Ich habe die Schulmannschaft, meine ganze Highschool-Karriere... Ja, aber Mittelmäßigkeit bringt dich nicht weiter im Leben. Du musst was machen, worin du richtig gut bist. Und deswegen soll ich eine Familie gründen? Als ob ich da drin so viel besser wäre. Wenn du nichts anderes hast, worin du gut bist, musst du halt das machen. Kann ich nicht... professioneller Cheerleader werden. Ich könnte ins Ausland fahren. Ich könnte nach Amerika auswandern. Ich könnte da Cheerleader werden. Warte, warum bräunst du dich in der Sonne?
Ja, weil ich halt in der Sonne braun werde. Wo ist dein Problem? So schnell? Oh mein Gott, ich darf nicht, dass meine Haut irgendwie Sonne abkriegt. Als Cheerleader ist es sehr wichtig, dass man auf seine Haut achtet. Ach was, achte doch nicht auf deine Haut, Ronja. Was soll denn das? Ach Mensch, bin ich froh, dass mein Leben sich weiterentwickelt hat. Alles klar, war schön mit dir. Ich bin einmal weg. Ja, mach's gut. Ich fahre mit meinem Elektrofahrrad weg. Ciao. Elektrofahrrad. Ich meine, vielleicht hat es einen Punkt. Vielleicht sollte ich eine Familie gründen. Ich meine, das Ding ist schon echt niedlich. Ich meine, wenn man in dem Haus wäre und die Kinder würden damit spielen und die kleinen Schuhe, aber diesen winzigen kleinen Füßen. Vielleicht kriege ich doch ein Kind, aber dann muss ich mein Training für 9 Monate aussetzen, weil es wohl sehr gefährlich ist, Cheerleading-Training zu machen, wenn man schwanger ist. Es ist so eine schwierige Entscheidung. Sie sind sicher die Ärztin? Oh, hallo, ja, was kann ich für dich tun? Ich bin schwanger. Ich habe einen Termin hier zum Kindergebären. Ah, wunderbar. Ist es denn schon soweit? Es ist soweit, ja. Oh, ja, das hört sich so an, als wenn das Baby sagt, lass mich raus. Okay, dann komm. Ja, so fühlt es sich auch an. Oh, dann sollten wir uns beeilen. Okay, hier direkt? Ja, du kannst hier rein. Super. Ich mache mal den Vorhang zu. Bereit? Ich bin bereit. Okay. Dann holen wir es mal raus. 1, 2, komm schon. 3 und... Oh, das waren 2. Es waren Zwillinge. Du hast Zwillinge bekommen. Deswegen war mein Bauch so dick. Ich habe Zwillinge. Ah, das ist jetzt eine Überraschung. Boah, ist das eine Überraschung. Okay, ich würde sie gerne Max und Luca nennen. Max und Lukas, ja? Ja, genau. Alles klar, gut, super. Wer ist Max, wer ist Luca? Ich hab Max. Du hast Max, dann ist das die Luca. Ja, wunderbar, alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott, meine Mutter wird so ärgerlich sein. Sie müssen verstehen, ich komme aus einer langen Reihe von Cheerleadern. Und bei uns wird gesagt, Cheerleading ist das Beste, was du mit deinem Leben machen kannst. Aber als Junge kannst du doch kein Cheerleader werden und auch erst recht nicht als 2. Ich habe doch alle Hände voll zu tun. Ich kann nicht auch noch als Junge kein Cheerleader werden, das geht doch bestimmt auch. Nein, die sind da sehr diskriminierend, die Gesellschaften. Die wollen aus irgendeinem Grund keine männlichen Cheerleader. Ich finde es ja auch gemein. Ich fände es ja auch schön, wenn meine kleinen Cheerleader werden können. Aber ich schätze, das ist ein Weg, den können sie nicht gehen. Ich glaube, der richtige Weg ist, dass die Jungs machen, was sie möchten. Okay, aber Lukas, ich weiß nicht, ob Fußballer wirklich die Karriere für dich ist. Aber kein Problem, ich melde dich gerne in einem Sportverein an. Oh, da ist dein Bruder auch schon. Hallo. Hallo. Na, komm rein. Hi, Mama. Hi. Sag mal, wo warst du denn? Hi, Lukas. Was hast du gemacht? Soll ich euch gleich das Abendessen machen? Darf ich dir zeigen, was ich gelernt habe? Na klar. Okay, guck mal. Okay, ja. Yeah! Das sieht voll cool aus! Spiel! Oh mein Gott! Warte! Ja. Heißt das. Oh, ist das wahr? Hab ich auch gelernt! Willst du Cheerleader werden, mein Sohn? Ja, würde ich gerne! Oh mein Gott! Wow. Mein größter Traum wird, weil mein Kind wird Cheerleader werden! Oh mein Gott, ich kann dir alles beibringen, was es beizubringen gibt! Aber der Lukas will immer noch Fußballer werden, oder? Lukas will immer noch Fußballer werden, aber das ist in Ordnung. Er kann Fußballer werden, aber oh mein Gott, du willst Cheerleader sein! Ja, und ich kann ihn anfeuern, das wird cool! Stimmt, du kannst die Mannschaft von deinem Bruder anfeuern, das wird so schön! Ja! Okay, pass auf, morgen gehen wir direkt ins Studio. Ich bringe dir alle Tricks bei, die du kennen musst, alle Cheers, die ganzen Küren, die ich damals gelernt habe in meiner Jugend. Du musst wissen, deine Mutter war schon immer ein großer Cheerleader. Ich habe das von meinen Kindheitstagen gelernt. Schon als Baby war ich im Studio. Es tut mir leid, ich erzähle die Geschichte wahrscheinlich zu oft. Oh, deine Oma wird sich auch so freuen. Okay, dann mache ich euch jetzt erstmal ein bisschen was Ordentliches zum Abendessen, damit ihr gestärkt seid für morgen. Luca, du kannst gerne mitkommen, deinen Bruder anfeuern und... Das ist sehr gut, dass du ein Apfel isst. Okay, hier haben wir noch eine Banane. Ich mache euch ein bisschen Müsli, oder? Das ist was Schönes, Gesundes. Oh, ich hätte Lust auf Pizza. Du hast Lust auf Pizza? Okay, weißt du was? Zur Feier des Tages darfst du dir auch gerne eine Pizza nehmen. Hier im Kühlschrank ist noch welche von gestern. Oh, cool, danke. Okay, hier, Lukas, du kannst dir auch welche nehmen. Mama? Okay, go Team. Oh! Oh, oh nein, habe ich dich erschreckt? Oh, oh mein Gott, ja. Alles okay? Nein, ich glaube, ich habe mir alle Knochen gebrochen. Geht's dir gut? Was soll ich denn machen? Oh, ich muss dringend ins Krankenhaus. Oh, warte, mir geht's nicht gut. Kann ich dich aufheben? Ich glaube, mir geht's nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Was ist denn passiert? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich glaube, ich schaff's nicht. Nein. Nein, Mama. Es tut mir leid, mein Sohn. Oh nein. Kümmere dich um meinen Bruder. Um deinen. Okay. Und viel Glück als Cheerleader. Ich werde unsere Linie fortführen. Tu das. Okay, dann mach's gut. Ja. Ein letzter Cheer für dich. Ein letzter Cheer. So,
das war's mit dieser Folge. Geburt bis zum Tod als Cheerleader. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaut bei der Easy vorbei, weil da kommen auch viele coole Videos.